Flipendo! 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 Au! Flipendo! 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 Verfluchter Papa! Diesmal wirst du nicht so einfach davonkommen. Ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Entkommen! Die Armee hat den Sprung!
Dumbledore lächelte. Was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor Quirrell geschehen ist, ist zwar vollkommen geheim, doch natürlich weiß die ganze Schule davon, sagte er. Der Stein wurde zerstört. Aber Harry meinte, dass Voldemort möglicherweise versuchen würde, auf einem anderen Weg zurückzukommen. Dumbledore nickte, denn auch er befürchtete dies. Wie auch immer, Harry. Vielleicht haben wir seine Rückkehr in die Macht nur hinausgezögert. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es auch nie mehr, wieder an die Macht zu gelangen. Der Stein wurde also vernichtet? Fragte Ron schließlich. Harry nickte. Er war froh, das Ding endlich los zu sein. Ron nahm eine brandneue Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern aus seiner Tasche und überreichte sie Harry. Du hast jetzt alle beisammen, Harry, sagte Ron. Harry war sprachlos. An diesem Abend ging Harry allein den Weg hinunter zum Jahresabschlussfest. Die große Halle war in den Farben der Slytherins, grün und silber, ausgeschmückt. Denn sie hatten in diesem Jahr den Hauspokal gewonnen. Als Harry hereinkam, trat plötzlich Schweigen ein. Er setzte sich zwischen Ron und Hermine und versuchte, die Schüler nicht zu beachten, die ihn alle anstarrten. Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal. Im Moment scheint es, als hätte Slytherin die meisten Punkte, erklärte Dumbledore. Vom Tisch der Slytherins brach ein Sturm aus Jubelrufen und Fußgetrappel los. Ich möchte jedoch Mr. Harry Potter für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut 60 Punkte geben, sagte Dumbledore. An Harrys Tisch brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Aufgrund der zusätzlichen Punkte hatte Gryffindor den Hauspokal gewonnen. Es war der schönste Abend in Harrys Leben. Schöner noch, als im Quidditch zu siegen oder Weihnachten oder Bergtrolle erlegen. Niemals würde er diesen Abend vergessen. Yeah!